Ich weiß jetzt nicht, ob ich da noch irgendwas hätte retten können oder so. Nee, jetzt sind Mond. Also Weltall. Oh, das ist so cool. Doch, da spiele ich jetzt auch noch weiter. Da habe ich richtig Lust drauf. Eine Kapsel nähert sich. Sollen wir sie einfangen? Was denn sonst? Sollen wir sie einfach treiben lassen? Sie haben recht. Hoffentlich kriegen wir nicht Ärger oder so. Sollen wir Wachen postieren? Mein Instinkt sagt mir, das ist nicht nötig. Gut, dann sollten wir sie positionieren. Kapsel Einzugsdienst, Kapsel Einfangen, Wachdienst in Bereitschaft. Hey, was soll das? Was glaubt ihr, wer ich bin? Ich sehe mal nach Adele. Mach keinen Unfug, verstanden? Aye, Sir. Aye, Sir. Dum, bam, bam. Da rasen wir jetzt rein, ne? Und das fängt uns so ab. Oder? Ja, tong, 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 tong. Sehr gut. Oh, die Musik ist so schön. Hat auch die Szenerie einfach toll. Unglaublich. So, Entschuldigung. Wenn wir jetzt in so Löcher gesteckt. Oh, zum Glück passen wir da rein. Zum Glück sind wir nicht zu breit. Ja, sie sind zu breit für unsere Kapsel. Sie können nicht auf Rettungsmission gehen. Was? Okay, Entfrostung starten. Aufgepasst, es wird ein wenig kitzlig. Das höre ich doch nicht. Ich schlaf doch. Warum ist das so schräg? So, das war's. Genauer Vorsicht! An den Gravitationsring anklinken. Fahren wir jetzt so eiskalt runter? Angeklingt, Gravitation setzt ein. Oh Gott, oh Gott! Kuck, au. Hallo, Renoir? Hallo? Aber na gut, reden halt nicht mit mir. Hier, ein Brief vom Esther-Botschafter. Wow, ein junges Mädchen von 17 oder 18. Ist sie tot? Finger weg von Renoir. Ja, verstehe. Wir bringen sie erst einmal auf die Krankenstation. Erzähl mir dort alles. Okidoki. Muss ich mit dir Karten spielen? Kommt mit. Mit dir spiele ich Karten. Du scheinst wichtig zu sein. Dum, bum, bum, halt. Truppe. Nein. Und ja. So. Hey. Nein, speichern. Erstmal speichern. Das ist sehr nett, dass hier direkt ein Speicherpunkt ist. Wer weiß, was man bis hierher schon alles geschafft hat. Zum Beispiel Karten gespielt. Du hast, glaube ich, ne. Ich glaube, du hast eine. Random Hand. Die da will ich haben, aber ich will kein Random Hand. Was ist alles? Oh, alles. Same. Ach Gottchen. Badam, 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 badam. Nein, oh mein Gott, ich werd wahnsinnig, das gibt's nicht. Sechzehn, siebzehn, neunzehn, zu viel. Oh, ich habe jetzt schon, ich habe so verloren. Elf. 14, 13, 14, 13. Na super. Das wird hier kein gutes Spiel. Oh, noch voll verloren.
Bis gleich. Neue Runde, neues Glück. Kann ich nicht einfach auch irgendwie... Kommt da nicht irgendwie eine Regel weg, wenn ich das andauernd mache? Toll. Open Sudden Death Random. Ah, super. Oh, jetzt hatte ich nicht mehr die Karte dabei. Ich werde wahnsinnig. Erstmal saven hier. So. Dam badam badam babam. 2. Ja, da zu viel schon hier. Oh, ist das zum Kotzen? Ist das ein Dreckspiel? Nein, Mann! Oh, kann er sich auch noch easy holen? Okay, neuer Versuch, neue Regel abzuschaffen. Oh, andersrum. Hey, das sind Regeln, auf die habe ich keinen Bock. Hey, Random Hand, das muss doch nicht sein. Sudden Death? Nee, nee, nee. Ich bin mit diesen ganzen Regeln nicht komfort. Jetzt, Kollege. Ihm gerade ging's doch. Ja! Dich hau ich sowas von in die Pfanne, mein Freund. Oh. Na komm. Sag ich, was du vielleicht kannst. Guck mal, leg ich jetzt hier hin, weil ich Spaß dran hab. Bäm. Einfach so. Warum hast du das gemacht? Weil ich konnte. Hier hat man nicht mehr zu lachen. Das war's mit euch. Vermaledeiten Lümmel. Bam. Profispieler habe ich gerade als Errungenschaft bekommen. Weil ich so ein guter Spieler. Ich bin so ein guter Spieler. Jo, komm. Gib ran. Jawohl. Nein, ich will nicht starten, Mann. Nein, er hat einen Ass. Och du Sau, da wollte ich hinlegen. Ist das hier mein? Fünf. Oh nein. Oh mein Gott, ich hab verloren. Hey Kumpel, gib mir meine Karte wieder. Ah. Das ist uncool. Das ist sehr uncool, was ich hier mache. Ich kann auch einfach irgendwas hinlegen. Bäm, unentschieden. Oh, verdammt. Oh, das sieht nicht gut aus. Ich hab das Gefühl, ich habe mich überschätzt. Allmählich. Das hätte nicht so passieren dürfen. Aber ich möchte jetzt die Plusregel auch nicht wieder haben. Jetzt gewinne ich. Ah. Was soll das? So will ich nicht gewinnen. So, jetzt muss ich erstmal... Wartet. Wir kriegen das hin. Ansonsten machen wir halt nochmal Neustart. Und hoffen auf... Keine Ahnung. Random Hand weg. Den nicht. Ach, die anderen kann ich alle nicht wegmachen, weil ich zu wenig von ihnen habe. Ey, oh. Gib mir mal meine schlechtesten Karten, na los. Ah! Komm, Ausgangszustand. Ah. Was haben wir? Same Wall, same. Ne, heißt nix. Toll. Leg dich jetzt mal dahin. Genau. So. Oh. Hoppla. Ja, das war dumm. Das war. Jetzt war es nur dumm. Das war absolute Dummheit, die überhaupt nicht hätte sein müssen. Bis gleich. Meine Güte, das kann doch nicht so schwer sein. Will doch nur die Karte haben. Oh mein Gott.
Das wollte ich nicht. Der hat doch jetzt schon was. Der hat doch irgendwas im Plan. Aha, meine. Du hast ganz schön schlechte Karten, mein Freund. Plus 5, 6, 11. Plus 7, plus 6 sind 13. Das sind 12, das sind 17, das sind 8. Da passiert schon mal nichts. Sechs und Ass. Das sind 16, das sind 13, das sind... Geht auch. Ich habe unten nicht geguckt! Oh. Sieben, sechs, sechs, sieben. Das will ich nicht. Das sind zwei... Ja, ohne dumme Regeländerung. Aber weißt du was, wir ändern trotzdem noch eine. Einfach weil wir es können. Komm, gib ran. Die Elementregel ist out. Ja, das will ich auch hoffen. Du Lümmel. So. Hallo, ich möchte speichern, hab eine Karte bekommen. Weil ich es dann doch voll drauf hab. Mann, oh Mann. So, zeig mal, was ich eigentlich aus Wort hier machen kann. Mach ich jetzt einfach, so. Was habe ich bekommen? Alexander? Mondschleier und Gaia-Ring. Aha, keine Ahnung, was die machen. Rein da. Einmal Rinoa weglegen. Ich habe alles eingeleitet. Gehen wir in den Kontrollraum. Finger weg von Rinoa. Schon gut. Du bist ja fast wie ein Ritter zu ihr. Naja, bin ja auch Squall. Hallo? So, haben wir das auch erledigt, wird erstmal gespeichert. Na, wie lange mache ich noch? Ach ja, komm. So, dass es noch für ein Part reicht. Nach dem heftigen Kartenspiel jetzt. Hallo? Stehen bleiben! Woher haben Sie die Alexander-Karte? Was seid ihr? Die Technologie ist absolut perfekt. Die versiegelte Adele kann von innen ihre Kräfte nicht einsetzen. Von außen können keine Kräfte gekoppelt werden. Aha. Wir wechseln uns alle 6 Monate auf der Luna-Zeitbasis ab. Wir dürfen den Alisa keine Sekunde aus den Augen verlieren. Wenn Adele freikommt, wird Esther wieder zum Schreckenskontinent. Das ist unschön. Möchte ich euch nicht wünschen. Schau mal, der Mond. Squall, das ist absolut umwerfend. So umwerfend finde ich das nicht. Schaut mal auf die Monitore. Lass mal sehen. Schaut auf die Mondoberfläche. Durch die Schwerkraft zwischen Mond und Planet werden die Monster unruhig. Das ist so ähnlich wie Flut und Ebbe. Der einzige Unterschied ist, ob Wasser oder Monster angezogen werden. Die Monster strömen von der Mondoberfläche auf den Planeten. Wir nennen dieses Phänomen die Träne des Mondes. Die Träne des Mondes tritt regelmäßig ein. Ihr kennt doch den riesigen Krater auf Centra. Er stand vor über 100 Jahren durch die Tränen des Mondes. Man sagt, dass die Städte auf Centra dadurch vollkommen zerstört wurden. Wetter ist langweilig. Wollen wir Karten spielen? Wir probieren's mal. Du hast nichts Interessantes außer den Dino, den ich dann schon gern hätte. Badum, 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 was denke ich? Oh, warum mit... Eigentlich ist das voll doof gewesen. Warum mache ich das immer wieder? Jetzt habe ich auch nicht geguckt. Okay, da kann ich jetzt erstmal hinlegen, was ich will. So. Leg da oben hin. So. Leg ich hin, dann bin ich am Gewinn. So, unten hat er dann 10 und ich habe gewonnen. Glück gehabt. Nein, ich will den Morbul. Oh, ich bin so dumm. Irvine, was los? Ja, das habe ich schon. Irvine, was los? Oh. Piep, piep, piep. Aha. Was zum Teufel? Monster, wohin man schaut. Das kann doch nicht gut ausgehen. Dass der Mond vom Monster bewohnt wird, habt ihr doch in der Schule gelernt. Diese Monster sammeln sich gerade an einem Punkt auf dem Mond. Das nennt man Tränen des Mondes. Die Geschichte wiederholt sich. Ja. Was nun? Oh, hier rechts noch. Hi! Na gut, dann nicht. Warte schon bei Elion? Nein. Geht die Treppe im Gang hinauf, dann kommt ihr in Elions Zimmer. Ihr habt die Erlaubnis, sie jederzeit zu besuchen. Die Treppe im Gang. Hä, von wo bin ich denn gerade gekommen?
Kann ich mit Elion Karten spielen? Oh Gott, was soll denn das hier? Nicht auszumalen, was passiert, falls das Siegel gebrochen wird. Der Präsident macht sich immer Sorgen. Bis vor 17 Jahren wurde Esther von der teuflischen Hexadel beherrscht. Nein! Es besteht aus einem speziellen Material. Es hält Adel fest und schirmt zugleich jegliche äußerliche Einflüsse ab. Funk, Schalk und Gedankenwellen. Und sogar Kopplung. Die Störwellen sind so stark, dass es sogar Auswirkungen auf den Planeten hat. Wenn das Siegel versagt, wiederholt sich der Albtraum von vor 17 Jahren. Damit das nicht passiert, überwachen wir es hier. Schauen Sie, der Präsident kontrolliert es persönlich. Es war der Präsident, der Adel versiegelt hat. Seit der Zeit macht er seine Inspektion regelmäßig. Ist die hässlich. Nun gut. Elione! Was, ausgerechnet jetzt ein Spiel? Ja, weil du ganz bestimmt eine Karte hast. Vorher rede ich nicht mit dir, als ob du nichts hast. Das ist halt das Doofe, ich weiß es einfach nicht. Ich kann jetzt auch nicht nachgucken. Ich will auch nicht nachgucken, wie ich bin. Bleib ich einfach hier und spiel so lange, bis du eine Karte hast. Was haben wir? Same plus on wall. Och, das ist ja eklig. Kann ich schon irgendwas machen? 14, 13. Mist. 9, auch nicht. Eine 6 nach oben. Würde mir reichen. So, was kann er denn machen? 3, 3. Das sind 12. Aha, nix da. Da lege ich aber was hin. Oh, no. Da doch. Nein, 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 nein. Hier. Her damit. Aber ganz schnell. Oh nein, muss ich gleich den ganzen Weg nochmal laufen. Ich speichere sonst so oft und dann sowas. Und wir haben auch noch Sundance, das heißt, ich muss gewinnen, sonst verliere ich meine Karten. 14, oh mein Gott. Oh, hier kann sich Shiva schnappen. Ich werde. Oh mein Gott. Ah. Nein, dann kriegt der Same. Wenn ich den einlege, kriege ich wieder eine Minuskarte. Dann habe ich verloren. Nein, nein, meine. Mann. Ich versuche das jetzt. Gib mir meine Karte wieder, du miese, miese Spielerin. 14. Zu viel. 12, 13. Ich war. Oh, und immer eine zu wenig. Immer eins zu wenig. Ach komm. Ich starte ja eh neu. Sehe ich doch jetzt schon. Oh, oh mein Gott! Elf. Das wird auch nichts. Yeah! Nö! Ha! Verloren! Okay, bis gleich.